Nils und Timo müssen die Netze einholen, um nicht auf Grund zu laufen. Die Uranus ist zu nah an eine Wattkante gefahren. Dort ist das Wasser besonders seicht. An den Wattkanten sitzen aber auch die meisten Krabben, meint Nils. Ob er wirklich an der richtigen Stelle gesucht hat, wird sich zeigen, wenn Timo heute zum vierten Mal die Netze leert. Was so, Timo, bist du zufrieden? Und klein noch, hä? Was? Und klein. Ja, ja, Warnzeichen. Bin noch recht klein, so, aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass das ein guter Herbst wird, ne? Die Menge jetzt um diese Jahreszeit zu fangen. Je wärmer der Sommer ist, umso öfter laichen die Krabben. Und umso besser wächst der Nachwuchs dann auch ran. Ich sag mal, wenn eine Krabbe im März geleicht hat, der Nachwuchs, der hat dann im Herbst, September, Oktober auch schon mal wieder geleicht. So schnell geht das mit den Brüdern. Genau wie Fische, die legen Eier ab und die werden dann befruchtet, ne? Die Krabben haben nicht so ein spaßiges Sexualleben wie die meisten Menschen, aber mir macht das Spaß, wenn die sich fleißig vermehren. Muss ich ganz ehrlich sagen. 100 Kilo Krabben in einem Hohl. Für solche Momente lebt ein Krabbenfischer. Da gibt moral hier nichts besser. Ich meine, das Wetter ist heute scheiße, ja? Aber das gibt so nichts Geileres. In der freien Natur arbeiten, von der Natur leben. Wenn sie dir nichts geben will, dann gibt sie dir nichts. Aber heute ist sie gut, würde ich sagen. So, ja?